Das waren sie, die Weather Girls. Nach wie vor sind wir hier bei der Weltmeisterschaft der internationalen jungen Dressurpferde. Ganz erlesenes Publikum hier. Ich habe mich im VIP-Zelt gerade sozusagen hier ein bisschen hingesetzt und habe gerade einen schönen Cappuccino getrunken. Und den können Sie sich auch kurz kochen, denn wir gehen jetzt in die Pause. Aber zuvor möchte ich Ihnen noch einmal kurz unsere Frage stellen. Und die lautet, wo befindet sich eigentlich Pferden? Das ist in Niedersachsen. Aber wo, an welchem Fluss kann man das sagen? Ist es 01 an der Elbe, 02 an der Aller oder 03 am Inn? 013 78 66 67 plus die jeweiligen Endziffern. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. Außerdem sind wir am kommenden Wochenende vom 8. bis zum 10. September beim 2. Oktoberfest. Im September feiern wir Oktoberfest. Und zwar in den Elbgau-Passagen direkt am S-Bahnhof Elbgaustraße. Dort sind wir mit Roberto Blanco, mit Fräulein Menke, mit dem Enzian-Express, mit Disco. Ich jodel für Sie speziell auch auf der Bühne. Also seien Sie unbedingt dabei. Der Eintritt ist frei. Und Herr Blanco feiert sein 50-jähriges Bühnenjubiläum mit einer zweistündigen Show auf der Bühne mit allen farbenfreudigen Brasiltänzerinnen. Das hat es auch noch nie gegeben. Das Ganze bei freiem Eintritt. Wir waren ja auf Tournee in diesem Jahr mit Roberto und er gibt hier sein 50-jähriges Bühnenjubiläumpreis auf meiner Showbühne und da freue ich mich ganz besonders drauf. Lieber Roberto, wir freuen uns auf dich, auf kommenden Sonnabend, wo du da bist, ab 18 Uhr auf der Bühne. Roberto Blanco mit zweimal eine Stunde. Das hat Feuer. Also bleiben Sie dran, wir gehen in die Pause, Cappuccino kochen. Ich gehe auch nochmal einen Cappuccino trinken und dann sehen wir uns gleich wieder nach der Pause. Viel Spaß, wir sind in Pferden an der .... Das ist eingeblendet. Viel Spaß. Vom Dressurturnier von der Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde. Also unbedingt dranbleiben. Wir haben noch tolle Gäste für Sie. Bleiben Sie dabei. Don't you come back no more.
jetzt habe ich Herrn Hartmut Kettelhold hier. Herzlich willkommen. Erzählen Sie doch mal, welche Funktion Sie haben hier bei diesem großartigen Turnier. Also ich bin Angestellter des Verbandes Hannoverscher Warmblutzüchter. Nunmehr seit 30 Jahren für den technischen Innendienst im Bereich der Ausfüllungs- und Abfasszentrale tätig. Natürlich haben wir jetzt auch viele Vorbereitungen getroffen für das Turnier. Es läuft im Grunde schon seit Wochen. Ein großer Part, zum Beispiel die Herrichtung der Dressurvierecke. Wir haben weit über 6000 Matten verlegt, anschließend die Tretschicht aufgebracht. Also eine riesenaufwendige Vorbereitung für dieses Dressurturnier. Aber der Erfolg spricht ja, dass es sich gelohnt hat. Und ist alles nach Plan gelaufen? Man muss wirklich sagen, es ist alles gut verlaufen. Zunächst waren ja die Platzverhältnisse nicht ganz geklärt. Wir mussten ja dann umziehen ins Stadion. Aber im Nachhinein kann man sagen, Gott sei Dank, dass es so gekommen ist. Die Resonanz war ja so großartig. Das war ja gestern Abend toll. Das Stadion war gefüllt. Besser konnte es gar nicht kommen. Den Sieger haben wir ja schon ermittelt. Sind Sie damit zufrieden? Den Sieger, Sie meinen jetzt bei den... jetzt eben, was wir eben gesehen haben. In der Reitpferdeprüfung. Es war ein sehr, sehr gutes und starkes Starterfeld. Und ich muss sagen, es ist sehr gut gelaufen. Auch in der Rangierung der Reihenfolge hat es hundertprozentig geklappt und hingehauen. Ich denke, wir sind gut gerüstet, auch für das Bundeschampionat in Warendorf. Wann ist das genau? Das ist Anfang September, gleich nach der Weltmeisterschaft in Aachen. Ich glaube 6. bis 11. September. Wie lange bereiten Sie dieses Turnier hier in Pferden eigentlich vor? Wie lange braucht man da? Also ich denke, so mit den direkten Vorarbeiten sind wir gut 3 Wochen in Gang. Das fängt so langsam an. Einige Sachen bereitet man schon länger vor, aber so die Hauptarbeit natürlich in den letzten 10 Tagen. Dann danke ich Ihnen recht herzlich für das nette Interview. Ich darf Ihnen noch einen Tipp geben. Und zwar sind wir vom 8. bis zum 10. September sind wir in Lurop beim großen 2. Oktoberfest. Sie sollten unbedingt dabei sein. Roberto Blanco wird dabei sein, Fräulein Menke, der Enzian Express und Michael Leben sind natürlich auch. Also 8. bis 10. September feiern wir schon Oktoberfest. Im September, haben Sie richtig gehört, feiern wir Oktoberfest. Das 2. Oktoberfest vom 8. bis zum 10. September mit Roberto Blanco und natürlich mit Fräulein Menke und vielen mehr. Unbedingt vormerken, der Eintritt ist frei und da lade ich Sie natürlich auch herzlich ein. Wenn Sie vorbeikommen, dann singen Sie mit Roberto Blanco im Duett. Wäre doch mal was, ne? Herzlichen Dank. Genau. Danke Ihnen nochmal, Herr Kettelhold, und wir zeigen Ihnen weiter. Thank you.
langsam neigt sich der Abend hier am Sonntag, jetzt Anfang August. Und wir freuen uns ganz wahnsinnig, dass wir hier sein durften bei Ihnen, Herr Kiel. Das war eine schöne Sendung, für Sie zusammengestrickt haben mit vielen Interviewgästen und mit vielen tollen Eindrücken. Und ich hoffe, Sie haben auch musikalisch ein bisschen Spaß gehabt. Wir würden uns freuen, wenn wir wiederkommen im nächsten Jahr. Nicht? Und Herr Kiel, kurzes Resümee, wenn Sie jetzt einmal zusammenfassen, was waren die Highlights und was wird auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder stattfinden? Also Highlights natürlich ist einmal das CDI mit der Grand Prix Kühe und Spezial. Spezial hat heute Isabel Wert gewonnen. Dann natürlich die Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde. Und für unsere ganzen Züchter im Lande ist natürlich auch die Reitpferdeprüfung zu erwähnen. Die mussten sich ja hier für Waren noch qualifizieren. Aber gleich der Blick nach vorne. Also ich freue mich besonders, dass wir nämlich in 2007 wieder dran sind. Nämlich nicht nur mit Dressur, sondern auch mit Springprüfungen hier im Stadion. Und ich glaube, dort werden wir volles Haus haben. Wunderbar. Dann danke ich Ihnen recht herzlich, dass wir hier sein durften. Genau heißt die Weltmeisterschaft wie? Ja, das ist die Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde. World Championship of the Dressage Horse. Und kann man sagen, die ganze Welt war hier zu Gast. Das kann man so sagen, nicht? Das kann man so sagen. Also wir haben ja die von den weitesten Entfernungen Gäste aus Australien hier gehabt, aus Amerika und Kanada. Skandinavier waren hier, Finnen, Norweger, Schweden und natürlich Engländer, Franzosen, alles was dazugehört. Gestern war eine interessante Überschrift in der Zeitung, die Welt zu Gast in Pferden. Natürlich ein entlehnter Slogan von der Fußball-Weltmeisterschaft. Das ist super. Und dann sind wir noch mal einmal kurz bei unserer Frage, denn noch können Sie anrufen. Wo liegt eigentlich Pferden? 01 an der Elbe, 02 an der Aller und 03 am Inn. 013-78-66-67 plus die jeweiligen Endziffern sind auch eingeblendet. Sie können tolle Preise gewinnen, unter anderem auch Flaschen von Zellagon und Eintrittskarten und vieles mehr. Ein Pferd kann man aber nicht gewinnen, ne? Zurzeit nicht, aber wir haben, wenn wir zum Beispiel mal die nächsten Auktionen nehmen, dort haben wir immer ein Pferd, was man gewinnen kann für ein Los. Das kostet ganze 5 Euro. Ich kann Sie einladen. Kaufen Sie eins, Sie können auch 100 kaufen, ist die Chance größer. Mit 5 Euro sind Sie dabei, so nach dem Motto. Ne? Herr Kiel, recht herzlichen Dank. Ich gehe nochmal auf die Bühne und singe nochmal ein für Sie. Dankeschön. Schöne Grüße aus Pferden an der Aller. Habe ich jetzt was gesagt? Tschüss. Nacht, Wind pfiff durch die Prärie. Die Cowboys saßen dicht gedrängt, nur Whisky wärmte sie. Ja, Kerle sind es hart und zäh, für sie gilt Colt und Faust. Und Sturm und Wind und Wolkenbruch sind über sie gebraust. Yippie-i, hey! Yippie-i, ho! Mit der Liebsten nach dem Tennessee Waltz kam ein Freund, den ich lang nicht gesehen. Und ich nannte seinen Namen und er küsste ihre Hand. Ja, da war's um die beiden geschehen. Und sie tanzten verliebt nach den Tennessee Waltz. Aber ich sah allein ihnen zu. Heute Abend bin ich einsam, aber mein Freund geht gemeinsam mit ihr seit dem Tennessee Waltz. Weiter Ferne von Mexiko her klingt unvergesslich schön ein Lied und macht mein Herz so schwer.
Ich fühle mich so einsam, die Welt ist so leer. Hör ich die Lieder von Mexiko her. Ai, 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 ai. Ai, ai. Ich mehr meine Sehnsucht los. Schön war deine Liebe, oh San Antonio Rose. Mein Herz ist einsam und heimatlos. Wenn der Tag sich neigt in der Dämmerung, dann singt der Wind mir ein Lied. Und aus jener Zeit leuchtet schön und jung ein Bild, das niemals verblüht. Schön war deine Liebe, oh San Antonio Rose. Nie werd ich mehr meine Sehnsucht los. Schön war deine Liebe, oh San Antonio Rose. Mein Herz ist heimatlos. Und dann die Hände zum Himmel, komm, lasst uns fröhlich sein. Wir klatschen zusammen und keiner ist allein. Und dann die Hände zum Himmel, komm, lasst uns fröhlich sein. Wir klatschen zusammen und keiner ist allein. Das ist der Country-Hit, komm, mach doch mit, singt alle mit, den Country-Hit. Ob jung, ob alt, hier geht es rund. Bei Country, komm, jeder in Schwung. Das ist der Country-Hit, komm, mach doch mit. Sing alle mit, den Country-Hit. Von jung und alt, hier geht es rund. Bei Country, kommt jeder in Schwung. 19 Uhr, da sind wir wieder verabredet. Und Sonntag 19 Uhr heißt es wieder Ellermann Spezial. Die 90-Minuten-Sendung hier auf Hamburg 1. Und in aller Welt trinkt man natürlich Zellergon, unser Partner. Und Zellergon ist natürlich mit Gabriele und Hans-Günther Berner natürlich stark vertreten. Wir sind hier vor der Landkarte. Überall trinkt man Zellergon. So soll es sein. Und man wird es auch überall bekommen. Ich denke, wir werden bald soweit sein. Das ist nur eine Frage der Zeit. Genau, also trinken Sie auch und schalten Sie Sonntag ein. Sonntag 19 Uhr. Wir machen die Eins und zählen auf Sie. 19 Uhr, Sonntag. Feiern wie die Bayern. 2. Oktoberfest, 8. bis 10. September mit Roberto Blanco, Fräulein Menke, der Enzian Express und natürlich der Werbevorsitzende ist auch dabei, Wolfgang Friederich. Elbgau-Passagen, S-Bahn, Elbgaustraße. Wir zählen auf Sie und das mit diesem Hut.